So, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Da ist er. Und ein weiterer Kampf. Kann ich nicht einfach hier rum? Ja. Kann ich. Jetzt könnte ich wieder eine Bronzekiste öffnen, aber wir kämpfen erstmal gegen den Dude da. Hier, Überraschungsangriff. Hier, bei den Bogenschützen sieht man schon weithin, wann sie einen Angriff machen. Das ist sehr praktisch. Das war einfach. Das nächste Mal spielen wir im Beastmaster-Modus. Ich fürchte ja, dass es nicht so einfach bleibt. Wir sind tatsächlich noch in den ersten, auf den ersten paar Metern des Spiels. Also, ich bin ja immer sehr langsam. Lasst euch von der Streamzeit den 2 Stunden nicht irritieren. Wir haben erst sehr lange einfach nur Einleitung gehabt, also das Spiel so ein bisschen vorgestellt auf der Steam-Seite und auf einer Internetseite. Die Buchserie ist basiert nämlich tatsächlich auf einer Kinder-Romanreihe. Das Spiel hier scheint da auch, zumindest von dem, was wir optisch gesehen haben, von der Buchreihe sehr nah dran zu sein. Und das haben wir uns vorhin erstmal so ein bisschen angeschaut und dann bin ich ja generell immer so ein bisschen langsam und rede viel und lese viel Chat und so weiter. Also wir sind tatsächlich noch ganz am Anfang des Spiels. Es ist noch nicht viel passiert. Und ich fürchte, es wird nicht immer so einfach bleiben wie jetzt. Wir sind praktisch noch im Tutorial. Mehr oder minder. Slice them up. So, haben wir eine Kiste? Haben wir einen Schlüssel? Nee, haben wir nicht. Eisenschlüssel brauchen wir hier. Ja, die KI ist grandios. Das können sich die DS-Entwickler echt was von abgucken. Dem war ja gefühlt schon ein Pfeil auf den Köcher zu holen, eine Anstrengung. Ja, der war ein bisschen lethargisch, ne? Habe ich auch das Gefühl. Lore. Der hatte bestimmt einen Pfeil im Knie. Ja. Irgendwann, früher war er ein Abenteurer, so wie wir. Aber dann hat er einen Pfeil ins Knie bekommen. Und Kisten gibt's auch, genau, Lydia. Hier gibt's jede Menge Kisten. Da steht schon wieder der nächste Dude. Aber wir wollen erstmal den Schlüssel da holen. Mit diesem Schlüssel können wir allerdings die Kiste da oben nicht öffnen, weil das hier nach einem Goldschlüssel aussieht. Das ist allerdings sehr wertvoll. Wir sollten im Dorf nochmal, ich glaube, da war eine Goldkiste. Müssen wir das nächste Mal dann denken. Haben wir die jetzt auch so im Inventar, dass wir die angucken können? Rote Blumen, Schwerter haben wir hier, Bronzeschlüssel. Ein bronzener Schlüssel, mit dem man Bronzetruhen aufschließt. Who would have thought? Und der Goldschlüssel, ein goldener Schlüssel, mit dem man Goldtruhen aufschließt. Wer hätte es gedacht? Wenn das so weitergeht, habe ich gleich auch einen in der Kiste. Machst du ein Trinkspiel nebenher? Irgendwie bei jedem Kampf oder bei jedem, ich weiß nicht, was auch immer. Trinkst du irgendwie was? Läuft hier was, wovon ich nichts mitbekommen habe? Umlackieren und dann haben wir einen Eisenschlüssel. Ich habe ja das Gefühl, dass der Goldschlüssel eventuell wertvoller sein könnte als der Eisenschlüssel. Also wenn, dann nehme ich einen Bronzeschlüssel und male ihn gülden an. Aber ich glaube, in die Richtung macht es weniger Sinn. Ich hoffe, jede Kiste bleibt auf der Map markiert. Ja, das hoffe ich auch tatsächlich. Aber bisher war es so. Zumindest auf der Minimap, ja. So, nächster Kampf. Es wird wieder spannend. Ich würde tatsächlich gerne mal das Ausweichen probieren. Wie ging das? Warte mal. Nee, so nicht. Ich muss das nochmal üben. Das gelingt mir nämlich tatsächlich noch nicht. Ich krieg's nicht hin. Okay, das war zwar ausgewichen, aber nicht wirklich gekontert. Man sollte doch irgendwie, wenn man währenddessen angreift, sollte man doch irgendwie parieren und kontern können oder sowas. Ich will jetzt auch nicht hier sterben, tatsächlich, weil ich irgendwelchen Kram ausprobiere. Deswegen kill ich ihn jetzt mal eben. Ich finde das schön, wie seine 2 Dolche daneben ihm landen. Ja, die Kampf-AP waren jetzt nicht so doll. Aber das mit dem Ausweichen habe ich noch nicht so ganz drauf. Wer weiß, wenn wir das irgendwann so richtig brauchen, dann laufe ich auf. Dann bin ich aufgeschmissen. Ich finde das cool, wie agil der da drüber hüpft. Guck dir das an. Das Ding ist nur kniehoch. Da kriege ich Rücken, wenn ich mir das anschaue, dass er sich erst so runterbeugt, um dann da drüber zu hüpfen, statt einfach mit einem großen Schritt drüber zu steigen. Aber okay.
Wäre das EA oder S-Blitz, könntest du die Schlüssel kaufen. Ja, für Echtgeld natürlich. Für den Sinn von Pride and Accomplishment, richtig. Sonst vergesse ich die. Nee, ich denke mal, die werden auf der Map bleiben. Aber du hast sie halt nicht, du hast sie halt nur auf der Minimap. Das heißt, jetzt hier den zum Beispiel, du musst halt wirklich hier wieder zurück, um die Kiste irgendwann zu holen. Und wenn du jetzt am Ende des Spiels, sag ich mal, die letzten Schlüssel gefunden hast, also ich hoffe mal, dass es ziemlich genau so viele Schlüssel gibt, wie es Truhen gibt, dann rennst du vielleicht am Ende noch mit so einem Bronzeschlüssel durch die Gegend und suchst diese eine Kiste, die du noch nicht gefunden hast. Nee, aber nach dem Bullenspruch und den Schwertern für die Kekse bekomme ich einen Grund zum Saufen. Da lässt sich bestimmt auch irgendein Trinkspiel mit basteln hier, auf jeden Fall. Ja, das muss cool aussehen, aber das tut es, finde ich, tatsächlich. Da steht der Nächste. Jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite der Brücke. Wir haben den anderen Weg gefunden. Da hinten, genau. Da hinten steht der Mensch, der uns gesagt hat, dass die Brücke kaputt ist, als wäre das nicht offensichtlich gewesen. Und ihn hier haben wir nämlich schon gesehen von der anderen Seite. Und eben auch die Kiste, die da steht. Okay, der Sound kam irgendwie doppelt mit den Dolchen. Juhu, Geld und AP. Trink jedes Mal, wenn das Spiel eine seltsame Quest ausspuckt. 2 cl schwedischen Wodka. Viel Erfolg, Ossel. Also im Minutentakt. Ja, so ungefähr. Dann bist du wahrscheinlich sehr schnell Knülle. So, einen Goldschlüssel hatten wir ja, glaube ich. Juhu, Sternchen. Ich mag den. Oh, 500. Wir sind reich, Leute. Wir sind mega reich. 500 Gold kamen aus dieser sternchensprießenden Kiste raus. Ich mag den Effekt beim Kistenöffnen. Also ich habe die Vermutung, dass Kisten tatsächlich überwiegend Gold beinhalten. Wir haben bisher noch keine Kiste geöffnet, wo etwas anderes als Gold drin gewesen wäre. Wahrscheinlich ist das so die Methode, hier Gold zu bekommen. Und halt vielleicht die ein oder andere Münze als Kampfbelohnung. Aber ich denke mal, das meiste wird man wahrscheinlich in den Kisten finden können. So, irgendwo voraus ist der nächste Kampf. Mal gerade hier hinter schauen. Hier ist aber auch nichts. Wussten wir eigentlich, weil auch nichts auf der Karte ist. Wow! Get back! Get away from me, wolves! Hey, help me out, will you? Hold on. Da verrät sie uns einfach. Ach was, jetzt haben wir... Ach nee, wir geben ihr das. Ach so, okay, witzig. Oha, Tutorial. Die Fähigkeit, Verbündete zu rufen, ist extrem mächtig. Du solltest sie weise einsetzen. Let me help. Du kannst... Ah, ich hab noch nicht... Was? Lass mich helfen. Was? Ja, mach doch. Tu das doch. Das ist, glaube ich, unsere Begleiterin. Drücke gleichzeitig, um Elena zu rufen und ihre Spezialangriffe zu... Das Thank war you. Einfach. Without my bow, those wolves would have had me for lunch. My name's Elena. Tom, you're really good with that bow. Where did you learn to shoot like that? Rabbits, they're small and fast, so you got to be really sharp if you don't want to go hungry. Is that why you were out here? Sure is. What about you? Well, the truth is, I'm on a quest. It's the beasts. I've been chosen to release them from a dark wizard's spell. You? But aren't you a little short to be a knight? Well, I didn't hear you complaining when you were stuck es on that kommt rock. Nicht auf die Größe oh, an. Yeah, I see it now. I just wasn't squinting hard enough. But seriously, thank you for the help. That was brave of you. Anytime. You know, I always thought the beasts were more than just a fairy tale. They've all been cursed. Furno the fire dragon is under a dark spell. Furno? That's why the river's dried up. I have to free him from the curse. I'm coming with you. You can't. It's too dangerous. Not nearly as dangerous as doing it by yourself. You saved me from the wolves. I owe you for that. Besides, you could use someone to watch your back. Well, it would be safer with two of us. That settles it. Any idea how we find this dragon? We need to go through there. Scary woods, big angry dragon, and a tiny knight. What could go wrong?
Ich mag sie. Hey, ein Erfolg. With my bow. Meet Elena and have her join your beast quest. Oh, das hätte heißen sollen, you have my bow. Wie geil. Okay, nochmal zusammenfassen. Also ich finde sie schon mal witzig. Ja, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ist witzig. Wenn sie sagt, hey, ein gruseliger Wald, ein großer Drache und ein winziger Ritter. Was kann da schief gehen? Ich finde es super. Es gefällt mir. Wie hat der Zauberer zu Anfang gesagt? Halt deine Quest auf jeden Fall geheim. Und sie so, hey, was machst du hier? Ich bin auf einer Quest. Ich muss die Beasts befreien. Der Drache hat ein Halsband um. Deswegen ist der Fluss ausgetrocknet. Erzählt einfach direkt alles. Oh, ich find's super. Ich mag es. Oh, schnell mal in den Chat schauen. Da ist schon wieder, Nachrichten sind schon wieder oben raus verschwunden, die ich nicht mitbekommen habe. 500 Fake-Dollar lese ich da gerade noch. Wölfe. Boah, die Wölfe, nett. Und warten erstmal ab. Ja, tatsächlich. Aber nicht so lange, bis ich den Text gelesen habe. Ich habe die Hälfte nicht gelesen. Elena Lunch. Genau. Die killt gleich 3 Wölfe für ihr Mittagessen. Genau, und das auf der Kaninchenjagd. Mit einem Angriff vernichtet. Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie mit einem schwierigeren Kampf gerechnet. Nu Waifu. Oder wollte die mit ihrem Bogen Pilze schießen? Genau, and my axe. And my Vuvuzela. Welchen Film hast du geguckt, Ozzel? Also ernsthaft, voll das tolle Spiel. Ich mag es tatsächlich. Ich freue mich gerade voll. Ich fand den Dialog auch knorke gerade. Du bist ziemlich klein für einen Ritter. Du, eine Quest? Ah, ich habe eben ein bisschen geblinzelt. Oder nicht genug geblinzelt. Das Spiel hat Charme. Ja, finde ich auch. Ich mag es tatsächlich. When the World Cup comes to Middle Earth. Ah ja, okay. Genau, nimm meinen Axe für den nächsten epischen Kampf mit. Damit du nicht ins Schwitzen gerätst. Ey, ich find's knuffig. Und da sind die Fürchtewälder. Der Fürchtewald liegt vor uns. Haben wir jetzt gerade mitgekriegt. Ich mag es, das ist knuffig. So, Reise zum Fürchtewald. Der liegt vor uns. Ach ja, die glänzenden Steine. Okay. So, jetzt haben wir also eine neue Freundin als Begleiterin. Da, Verbündete. Da unten steht sie jetzt. Elena. Elena schießt eine mächtige Salve Windpfeile gegen alle Feinde ab. Das haben wir gerade erlebt. Die war auf jeden Fall tatsächlich sehr effektiv damit. Voll cool. Ich mag sie. Also wenn die Dialoge zwischen den beiden so weitergehen, finde ich das super. Ich freue mich voll. Und wir haben Erfolg bekommen. Wie gesagt, der hat den falschen Titel. Ich hätte ihn genannt You Have My Bow oder so. So, wir sind also, ja, da waren wir. Dann sind wir wohl offenbar so ein Stück jetzt nach Westen gegangen. Auf jeden Fall stehen wir vor dem Fürchtewald. Ja, eigentlich ein guter Cliffhanger. Aber ich bin zu angefixt. Ich will weitermachen. Ich schaue mich hier nochmal gerade um auf der Lichtung. Also sie rennt jetzt nicht so wirklich mit uns rum. Wir haben nach wie vor nur unseren Tom hier. Guck mal, der steht da wieder. Warte mal, ich kann das wiederholen. Habe ich sie jetzt auch dann dabei? Muss ja eigentlich, ne? Warte mal. Der ist gar nicht mehr markiert als Kampf. Aber zu Übungszwecken oder zum Farmen oder so, kann man das trotzdem noch machen. Zack, zack. Yeah. Gibt auch tatsächlich nochmal Belohnungen dafür, also kann man das machen. Okay, wäre jetzt natürlich nice gewesen, hier nochmal ein Feuer zu haben, dass man nochmal zurückreisen kann, um die Schwerter abzugeben und die Blumen und so. Oder was auch immer man eingesammelt hat. Genau, der Fürchtewald. Wir müssen da rein. Dun, dun, dun. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ladebildschirm. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist neu. Neues Gebiet halt, ne? Von den Grasebenen geht's jetzt in den Fürchtewald. Oha! Da ist ein Feuer! Na also, mega! Hey Tom! We shouldn't quest on an empty stomach. I'm going into the forest to hunt some rabbits for dinner. I won't be long. Sure, but be careful. Who knows what's lurking in these woods?
Reise zum Fürchtewald. Quest abgeschlossen. Neue Quest. Die Rettung Fernos. Voll cool. Ist auch ein bisschen gruselig, der Wald hier, muss man schon sagen. Oh, das gefällt mir aber hier so im... Ne, dieser Feuerschein auf dem Gesicht und so. Ich mag's. Ich finde das gar nicht so schlecht. Bis jetzt. Also, ne, wir haben jetzt noch nicht viel davon gesehen, aber... Ich mag's. Was soll ich sagen? Bestimmt große Spinnen oder so. Oh, Stony, erzähl mir nichts. Hör auf. Keine großen Spinnen, bitte. Ladebildschirm. Hat es noch nie in einem anderen Spiel zuvor gegeben. Richtig, hatten wir noch nie. Niemals. Wenn es im Inneren von Ferno brennt, ist das ein Inferno. Ossel-Ja-Strich. Aber nur, wenn der Begleiter ständig Hey, listen brüllt. Ja, die erschreckt mich immer, wenn sie sich plötzlich einschaltet hier. So, hier ist ein Schlüssel. Der Minimap nach. Sehr praktisch, das Ding. Listen. So, Eisenschüssel. Und da ist eine Eisenkiste. Sehr praktisch. Ja, ist halt die Sache jetzt, ne? Jetzt sammelst du hier die Kisten, hast halt vorne im Dorf noch unheimlich viele stehen. Ist halt immer so die Frage. Gehe ich jetzt zurück ins Dorf, öffne da Kisten, dann haben wir hier nachher die rumstehen, die sich so in der Welt verteilen. Die finden wir ja nie wieder. Jetzt mache ich lieber die hier mal auf. 50. Ich glaube, das ist wirklich immer gleich, oder? Also in den Bronzekisten sind, glaube ich, immer 20 Gold drin, in den Eisen 50 und den goldenen 500 dann wahrscheinlich. Schöne Effekte. Ich mag das. Glitzersteine. Die finde ich noch mit am coolsten. Das gefällt mir. Da ist eine Fee. Klatscht in die Hände. Wo? Das macht er auch automatisch übrigens. Sich ducken. Ah, guck mal, hier kriegen wir die ganzen Schlüssel jetzt hier. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Gruseliger Wald. Aber das von wegen, wir sollten nicht mit leerem Magen auf eine Quest gehen, hat mich auch an Herr der Ringe erinnert. Und dann, wenn jemand mit dem Kaninchen zurückkommt. Wer war das? Gollum oder... Oder Sam, der das Kaninchen so... gequetscht und den Nacken, also alles gebrochen hat, sie so richtig, richtig eklig. Einfach. Oder du denkst, Ugh. 20 wieder aus der Bronzekiste. Kann ich da den Block verschieben oder kann ich da einfach nur hoch? Hier ist so viel Platz. Hier würde ich ja einen Bosskampf erwarten oder irgendwie sowas, ne? Hier ist viel Platz. Irgendwie. Aber hier ist keiner eingezeichnet, deswegen fühle ich mich einigermaßen safe. Hm. Ah, vergiss Maybe I can push that rock and use it to get up there. Mensch! Schau dir mal diesen vorgefertigten Weg hier an. Also ich bin mir nahezu hundertprozentig sicher, dass sich das an Kinder richtet. So, wie mache ich das jetzt? Drücken. Okay, das geht mal so einen Schritt weiter quasi. Also nicht bis ans Ende der Reihe, sondern... Das ist knuffig. Das Kind ist ein Genie. Richtig. So gruselig ist er bisher nicht. Ich finde schon. Er hat gruselige Soundeffekte. Genau, Sie haben bestimmt noch nie etwas von einem zweiten Frühstück gehört. Okay, die Kanten hier sind so ein bisschen nervtötend, dass man hier nicht so direkt drüber kommt. Quasi Anlauf nehmen muss. Was für ein schweres Rätsel. Ich würde es halt nicht Rätsel nennen. Das ist so eine Aufgabe. Eine To-Do. Einfach. Fürs Protokoll. Dass man was getan hat. Außer stur geradeaus zu laufen. Abwechslung. Das sorgt für Abwechslung. Hey, listen. Jumpscare. Ich hoffe nicht. Ja, ist auch logisch, dass man Steine dieser Größe so schubsen kann. Wir sind ein großer, starker Ritter. Hast du das nicht mitbekommen? Allein im Wald verloren gehen ist schon gruselig. Ja.
Ja, Sanja, spielst du mit Tastatur oder Controller? Ich spiele mit Controller tatsächlich. Ich spiele ja am liebsten und überwiegend mit, drei Mann stehen da. Mit Controller und bei Steam stand, dass es Controller unterstützt. Ich weiß gerade nicht, ob wir noch Schlüssel haben. Ja, doch haben wir. 50. Und ich dachte, ich probiere es einfach mit Controller. Und bis jetzt klappt es super. Also ich habe noch keine Probleme damit gefunden. Das erschreckt mich nicht. Da gibt's, das gibt mir nur Mordgedanken. Hey, listen. Jumpscare. Die Entwickler haben 10 Spiele im Store. Nur dieses hier ist größtenteils negativ bewertet. Oh, was haben die denn noch? Habe ich tatsächlich nicht geschaut bis jetzt. Vielleicht kennt man ja noch irgendwas. Und die anderen sind positiv bewertet. Ja, vielleicht... Ey, jetzt habe ich gepennt. Vielleicht sind die nicht so, so kindlich angehaucht halt, ne? Ich will immer auf B zuschlagen. Ah, und da unten lädt sich jetzt auch der Balken für unsere Begleiterin auf. Sehe ich gerade, das Blaue über ihrem Bild. Deliver. Wenn wir Gegner treffen. Ah! Oh, jetzt sind sie aber ganz schön angriffslustig hier. Drei Banditos. And then deliver. Oh, der hat ein deutlich größeres Schwert. Komm her! Oh. Ah. Da konnte ich nicht mehr rechtzeitig blocken. Get him. Ja, der Schwierigkeitsgrad zieht langsam Give an. Give up, boy! Langsam, aber sicher. Give up, boy! Mist. Ich habe jetzt keine irgendwie Ausdauer, sodass ich nur begrenzt blocken könnte, glaube ich. Da geht es halt einfach nur darum, rechtzeitig zu reagieren und zu blocken. Get him. Na, nichts getroffen einfach. Your money or your life. Your money or your life. Nothing. I give you nothing. Mist. Ah, ich will immer... Ich drücke die ganze Zeit die Blocken-Taste für Dark Souls. Your money or your life. Ich finde das ungewohnt, auf B zu blocken. Das geht gar nicht. Jetzt lass mich doch mal an den Rand. Also ich kann hier immer nur zu festen Positionen laufen. Und von denen... Komme ich mitunter nicht dran beim Angreifen? Give up, boy! Alter! Vor allem, wenn die auch noch durch die Gegend laufen. Mann, jetzt! Komm halt her, ey! Attack! Ist doch nicht. Come on, get the tiny knight! Wen nennst du hier klein? Oh. Come here! Come on, get the tiny knight! Na also, das ist anstrengend auf einem anderen Level irgendwie. So, Paw Patrol. Haben die, warte mal, ist Paw Patrol von den Entwicklern? Welches? Ich habe 2 Paw Patrol Spiele durchgespielt. Allerdings nicht auf Steam. Sondern im Game Pass mit meinem Sohn zusammen. Nicht mit Twisted Matte, nee. Mit Controller lieber erstmal. Stand and deliver. Bleib stehen und entlebere uns. Genau. Auch vielen Dank, Powerlord, für deine moderatorischen Fähigkeiten, die du einsetzt. Genau. Gib ihm dein Geld. Er würde uns leben lassen. Ja, bestimmt tue ich das. Bestimmt. Give up, boy. Okay, so. Boah, diese Geräusche. Die sind doch creepy.
Zum Teil. Ein bisschen. Kiste. Das Hüpfen ist ein bisschen komisch. Landkreis Motzloben. Ja, muss man ja. Du brauchst Eisenschlüssel. Haben wir also keinen mehr. Ich bin immer so, ich bin so eine Erkunder, ne? Ich muss hinter jeden Baum gucken. Aber hier ist ja eigentlich alles eingezeichnet. Brauche ich das gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich bin ja ein Freund davon, Dinge selbst zu finden. Auch hier möchte ich immer versuchen, mich da durchzuquetschen. Da sollte man ja durchpassen, aber wir können nicht vom Weg abkommen. Oh nein! Du hattest recht, Sony. Du hattest es, glaube ich, geschrieben, ne? Oh nein! Ich bin nicht begeistert von der Aussicht. Ah, ekelig. Paw Patrol on a Roll? Das sagt mir gar nichts. Es gab zwei Paw Patrol-Spiele im Game Pass. Die habe ich dann zu der Zeit... Also mindestens eins davon ist auch schon wieder raus. Aber die habe ich mit meinem Sohn gespielt. Eine typische RPG-Gegner Nummer 5. Ja, ich fürchte auch. Ah, wie riesig auch einfach. Eklig. Hier kann ich gar nicht. Ach genau, wenn. Oh, was tut es? Oh, was? Gesundheitstrank. Ja, ich kann den gar nicht. Ich konnte das nicht blocken. Was ist das denn? Das könnte so eine Stelle sein, an der ich das andere brauche. Warte mal, ich versuch's nochmal. Nee, die roten kann ich nicht blocken. Das heißt, da muss ich dieses andere. Eklig. Da muss ich dieses andere Ausweichen machen, was ich nicht kann. Und schon haben wir so eine Situation. Dieses Merkwürdige, was der zu Anfang erklärt hat, was ich nicht hingekriegt habe. Wo man einfach nur so einen Schritt zur Seite macht. Also wenn es nur ein einzelner Gegner ist und keine Gruppe, dann kann ich nicht drumherum laufen. Dann kann ich die Position nicht wechseln. Dann kann ich nur entweder blocken oder diesen komischen Seitwärtsschritt machen. Der funktioniert bei mir aber schlecht. Und jetzt habe ich zum Beispiel so eine Situation, wo ich bestimmte Angriffe nicht blocken kann. Wo ich also diesen Ausweichschritt machen müsste. Also, Schwierigkeit zieht an. Und wir könnten auf Probleme stoßen. Die Spinnen. Genau. Jetzt wird das Game schwer. Ich habe auch das Gefühl. So, wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? Ja, wir schauen mal, dass wir vielleicht noch das nächste Feuer finden, hoffentlich. Mal sehen. Einfach, damit ich weiß, dass gespeichert wurde. Oh nein. Ach nee, muss das sein? Echt jetzt? Ekelig. Ich schleich mich einfach drum rum oder so. Widerliche Viecher. Ich höre Geräusche. Da hinten ist auch schon wieder jemand, der die Schwerter wetzt im Hintergrund. Aber wenn die jetzt alle so rote Angriffe machen, die ich nicht blocken kann, das ist aber ein schwierigerer Kampf. Okay, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Na komm, wir machen das mal. Wow! Alter, die Geräusche! Ah, warte mal! Warte, ich konnte doch hier... Das hier! Da ist sie! Komm zu mir! Mega! Ha! Voll gut! Man muss es sich ja nicht schwieriger machen als nötig. Multi-K.O. Das gibt sogar Extra-Punkte. Sehr gut gemacht, Elena? Oder wie heißt sie? Muss ich dann vorher immer den Begleiter auswählen? Also es sah ja so aus hier in dem, in
einem der Bildschirme. Hier, Verbündete. Genau, da unten sind ja noch 4 weitere Plätze. Ich nehme an, dass da noch 4 weitere Begleiter hinkommen, Verbündete. Da muss ich eventuell genau den einen auswählen, den ich dabei haben möchte. Also, dass man vermutlich immer nur einen Begleiter im Kampf nehmen kann. Gehe ich mal von aus. Scarf, was streamst du eigentlich im Moment noch wieder aktiv? Ich glaube, du hattest mal zwischenzeitlich so ein bisschen Pause und aufgehört. Oder wie war das? Kann ich da rüberspringen? Soll ich da springen können? Das, da kann ich doch nicht springen. Erzähl mir doch nichts. Nein, das versuche ich gar nicht erst. Niemals kann ich da rüberspringen. Oder? Oh, warte mal. Sind das hier Goblin? Oh Gott, der sieht aber komisch aus. Warte mal, zu dir komme ich gleich. Ich muss noch mal gerade gucken, wie weit ich springen kann. Wie ist das denn, wenn ich Anlauf nehme? Kann ich dann weiterspringen? Nee, nicht wirklich. Das ist aber nicht weit genug, um da hinzuspringen, ne? Nee, niemals. Niemals! Kann ich verstehen, mich tört der Schwierigkeitsgrad auch ab oder mag andere Spielstile mehr? Point and Click. Meinst du von Dark Souls oder was? Oder wo wart ihr gerade? Der Schwierigkeitsgrad geht, der ist machbar. mit ein bisschen Zeit und Geduld. Kann ich bestätigen, dass es machbar ist, auch für Leute wie mich. Oh, das ist lieb, Stony. Und der hat Schwerter für die Kekse. Stimmt, aber die Schwerter haben wir schon alle. Ich muss sie nur noch abgeben. Beim nächsten Feuer können wir nochmal schnell zurück ins Dorf. Oh, da vorne ist auch eine Markierung für uns. Ich hoffe nicht, dass das schon der Drache ist da, der Boss. Ich hatte länger pausiert und überlege, wieder anzufangen. Eventuell zusammen mit jemandem, der auch länger unterbrochen hat. Ja, cool. Sag auf jeden Fall gerne Bescheid, wenn ihr anfangt. So, neuer Gegnertyp hier. Schauen wir mal. Kriegen wir von dem die leuchtenden Steine? Alter! Wow, okay. Ist da zackig. Und der macht mehrere Angriffe. So, ein aktives Hüpfemützchen hier. Leider kein Stein. Okay, da drüben sind wieder Wölfe. El Goblino, genau. Denke ich nämlich auch, dass das ein Goblin war. Ja, da stehen noch mehr. Okay, hier muss man eigentlich auch bei den Gegnern irgendwie so ein bisschen das Muster lernen. Praktisch. Nö, nix Schlüssel. Okay, hier können wir in das ausgetrocknete Flussbett springen. Ich weiß nur noch nicht, was es uns bringt. Hier stehen die nächsten Jungs. Den Kampf könnte ich mir sparen, weil ich für die Kiste sowieso keinen Schlüssel habe. Aber wir nehmen die Übung einfach mit. Nee, ich krieg's nicht hin, diesen Ausweichschritt. Ich versuche das mal wieder, mal zwischendurch, aber... Oh, was? Was? Okay. Öfter mal was Neues. Kann ich zum Glück blocken? Oh. Du bist doch schon fast tot. So gut wie. Den haben sie aus Herr der Ringe geklaut. Eindeutig ein Ork. Ja, könnte auch ein Ork sein. Ich nehme an, dass es ein Goblin sein soll. Ja, glänzender Stein. Genau, wir sollten nämlich von Goblins glänzende Steine finden. Und hier haben wir einen bekommen.
So, Schlüssel haben wir hierfür leider keinen, glaube ich. Ich probiere es trotzdem immer mal. Habe ich eigentlich noch Tränke? Moment, hätte ich mal gucken sollen. Ja, doch, habe ich. Der hat irgendwie so, ich weiß nicht, das Gesicht ist irgendwie so erstaunlich menschlich definiert, dass ich gerade so das Gefühl habe, die haben sich da selbst verewigt oder so, oder irgendeinen unliebsamen Kollegen, dessen Gesicht dieser Goblin einfach hat oder so. Azurik? Was ist mit Azurik? Achso, Azurik steht höher auf der Prioritätenliste. Ah, ja, Azurik, ja. Wurde ich tatsächlich die Tage gefragt. Ach, du warst das sogar, oder? Stony, das fällt mir jetzt ein. Jemand hatte mich gefragt, ob ich das weiterspiele. Warst du das? Richtig, du hast auf YouTube hast du kommentiert und du hast aber eine andere Zahl, glaube ich. Du warst das. Habe ich nämlich noch gedacht, da hat nämlich auf YouTube hat ein Stony mit einer anderen Zahl kommentiert und dann habe ich gesehen, auf Twitch folgt mir jetzt ein Stony 48. Und dann dachte ich noch so, das wird doch wahrscheinlich derselbe sein, eventuell. Ja, genau, Azurik. Ich habe tatsächlich, ich überlege, ob ich, ich hatte ja Azurik und Kingdom Come als Let's Plays gemacht. Also rein, dass ich das nur aufnehme und hochlade, ohne es zu streamen. Und ich wollte das eigentlich auch so ein bisschen getrennt halten. Also Projekte, die ich als Let's Play gestartet habe, wollte ich auch als Let's Play weitermachen. Ohne es zu streamen, während ich aufnehme. Ich überlege, ob ich das nicht vielleicht doch machen sollte, weil ich zum Aufnehmen so eigentlich nicht mehr wirklich komme. Also ich sehe das im Moment nicht, dass ich mich irgendwie hinsetze und die Zeit zum Aufnehmen nutze. Wenn ich Zeit habe, dann streame ich halt eher. Das heißt, es wäre auch eine Überlegung wert, ob wir vielleicht einfach diese Projekte auch tatsächlich im Stream weitermachen. Also Kingdom Come und Azurik eventuell. Wobei ich bei Azurik nicht sicher bin, ob das streambar ist von der ganz alten ersten Konsole. Ob das gut geht. Wobei es eigentlich nach dem gleichen, bei meinem Aufbau hier müsste es eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie von den anderen Xboxen. Also von den anderen Generationen. Aber irgendwie bin ich da immer skeptisch, dass das Ding einen ganzen Stream lang durchhält. Ist hier nichts in diesem Flussbett? Warum kann ich denn da runter? Einfach nur, damit man runterfallen und wieder hochklettern kann, oder was? Ich will, dass hier was ist. Das klang wie ich beim Nasenschneuzen. Was klang so? Man munkelt, ich habe das ein oder andere Spiel über Steam. Sicherlich nicht die Menge wie Ozzelpie. Niemand hat so viele Spiele wie Ozzelpie. Nicht mal Steam hat so viele Spiele wie Ozzelpie. Also das finde ich auch immer krass. Der hat ja auch irgendwie ein Steam-Level, das, glaube ich, kein anderer Mensch auf der Welt hat. Weiß ich nicht. Also da wundere ich mich immer. Egal welches Spiel ich mir angucke, da steht immer, Ozzel hat das. Ein Freund hat, wenn irgendein Freund das Spiel besitzt, dann ist das Ozzel. Ah, der Goblin beim Kämpfen klang so. Steam hat insgesamt mehr als ich habe. Ja, okay, vielleicht ein oder zwei, aber irgendwie. Du hast schon echt viele Spiele. In Dark Souls wären da jetzt schon 3 tödliche Angriffe in dem Flussbett. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. 15.000? Nein, ernsthaft? Krass. Du hast 15.000 Spiele auf Steam? Ich würde Tage brauchen, um dein Profil aufzurufen. Wahrscheinlich. Und die Spieleliste. So, wie komme ich denn da drüben dran hier an die Jungs? War da ein Stein irgendwie, dass ich auf die Seite hoch kann? Nee. Muss ich mich wahrscheinlich von oben fallen lassen. Ah, das ist wahrscheinlich die Idee. Da oben, wo die Kiste ist, wo meine Nase jetzt drauf zeigt. Die Kiste.
Wahrscheinlich, wenn man da hinkommt, lässt man sich dann runterfallen zu den Wölfen und dann kann man sich weiter runterfallen lassen ins Flussbett und hier wieder raussteigen auf dieser Seite. Ich denke, das ist die Idee. So, und Feuer wäre nochmal cool. Oh, hier ist nochmal ein Schieberätsel. Ja, hier ist schon ein Schlüssel. Hinterm Baum versteckt. Fast nicht zu sehen. So, wo müssen wir den hinschieben? Oh, guck mal, jetzt wird es schon trickier. More tricky than before. Muss man schon genau gucken, wo man das langschieben kann. Haben wir mal eine heftige Menge uralter Abandonware-Spiele, teilweise aus den 70ern runtergeladen, okay? Das wäre mir wahrscheinlich schon wieder zu alt. Genau, Ossel, willst du nicht bald mal Steam komplett aufkaufen? Echt? Ja, das ist irgendwo ein Mix als Zelda, Final Fanta und Dark Souls. Ich bräuchte nochmal ein Feuerchen. Feuerchen wäre langsam gut. Dann könnten wir nämlich am nächsten Feuer mal so langsam zum Schluss kommen. Aber erst steht da noch eine Spinne im Weg. Dreckeliges Mistviech. Nein! Geht. Lass das sein. Nein, ich kann das nicht mit dem Ausweichen. Da bin ich nicht schnell genug. Also ich muss es wahrscheinlich sogar noch früher machen einfach. Da passt das Timing noch nicht so richtig. Is that Furno? Oh Gott. What was that? Passieren Dinge. Ah! Ist ja nicht der erste Wolf, dem wir begegnen. It's all right. Tom is a friend. Eleanor? Tom, I'd like you to meet my good friend, Silver. Friend? He didn't seem very friendly. This whole thing was all just a misunderstanding, wasn't it, boy? If you say so. Silver just thought he was protecting me. Now that he knows we're friends, he'll protect you too. I feel safer already. Oh, come on. He won't bite. Give him a pat. I found him injured on a hunting trip and nursed him back to health. We've been best friends ever since. We'd better get going. It's nice to meet you, Silver. Tom, it looks like the path goes up that way. Silver can't climb up there, but maybe you can. Jetzt klettern. Hey, hey Puppy, meet Silver and have him join your beast quest. Noch ein Erfolg. Wir haben jetzt einen Puppy. Okay, weg sind sie wieder. Verschwunden. Und wir lernen klettern. Na sowas. So, hier war jetzt aber nichts, ne? Kein Feuer oder ähnliches. Ich erschrecke mich immer, wenn hier Dinge passieren. Plötzlich, von einem Moment auf den nächsten. Also es ist so ein bisschen, was natürlich ein bisschen eintönig ist, du hast diese drei unterschiedlichen Arten von Kisten. Alles, was du in der Gegend bis jetzt, ne, ich muss immer sagen bis jetzt, einsammeln kannst, sind verschiedene, also drei Arten von Schlüsseln. Da ist jetzt wenig Abwechslung drin, sage ich mal, dass hier irgendwie verschiedenste Dinge zu finden wären. Aber trotzdem, bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall. So, wir lernen klettern. Ah, das macht er auch automatisch. Boah, so Luxus. Also an kletterbaren Wänden klettert er automatisch. Wenn er sich ducken muss, macht er das automatisch. Nur springen muss ich selber. Kann ich ganz hoch hinaus? Ich möchte ganz hoch hinaus. Nein. Wir müssen darüber. Moment. Achso, jetzt kann ich schon runter. Okay. Sehr schön. Und da wartet ein goldener Schlüssel. Und ein nächster Kampf. Yay. So. Okay. Ich lese was von Anime-Körperteilen.
im Chat. Das Game hätte gerne auch eine positive Bewertung. Vielleicht könntest du es pushen. Ich mache das hier so per Video-Call. This is Salia calling. This is Cologne calling. We give the game 10 points. Ja, also ich habe vorhin schon mal gesagt, Rezensionen schreiben habe ich bisher noch nie gemacht. Mache ich eigentlich auch nicht. Ich wüsste nicht, was ich da schreiben sollte. Aber ich finde es nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Ich finde es cool eigentlich. Also, es ist knuffig. Ich mag es. Und ich mag die Dialoge, auch eben jetzt mit dem Wolf. Ich fühle mich schon viel sicherer mit dem knurrenden Riesenwolf. Wo war der eigentlich eben, als sie von den anderen Wölfen umringt wurde? Ja, aber die Updates, die sie auf den Kleinen pushen... Achso, da. Game of Thrones Flashback von dem Silver, von dem, genau. Der Schattenwolf hier, den wir jetzt haben. Ich will auch einen Riesenwolf. Ja, ne? Obwohl, ich hätte keine Ahnung, wie ich den ernähren soll. Da sorgt er schon selbst für. Der ein oder andere Briefträger verschwindet vielleicht in der Nachbarschaft, aber ansonsten... Vielleicht alle Bittsteller aus dem Land einladen, genau. Kann man sich die hier, die Zeugen und so und die Leute, die alle über Religion reden wollen, kann man die auch zu sich einladen einfach? Immerhin zwei Arten von Keksen gibt es. Ja. Wir geben dem Spiel 10, minus 20 von 10 Punkten. Nein, ich mag es. Ich mag es tatsächlich. Achso, wir können mal gerade schauen hier. Achso, da gehört der Dings ist inhärent dabei bei Elena. Ich dachte, wir hätten jetzt Silver auch hier unten vielleicht. Aber nee. Dann hat der wahrscheinlich auch keine extra Fähigkeit, die er mitbringt. Ich nehme an, dass hier, wenn hier schon steht, ne, sie schießt eine mächtige Salve Windpfeile, dann werden das hier unten wahrscheinlich immer die Verbündeten sein, die uns irgendwelche Fähigkeiten verleihen. Also irgendwelche Hilfe im Kampf. Ich weiß nicht, ob wir Silver dann vielleicht nicht aktiv im Kampf rufen können. Ich nehme mal gerade einen Heiltrank, bevor wir der Spinne hier entgegentreten. Hat jetzt gerade mal nicht den roten Angriff gemacht. Finde ich gut. Und wir haben wieder die Fähigkeit, die Begleitung zu rufen, aufgeladen. Ich hoffe, das überträgt sich auf den nächsten Kampf. Aber ich glaube, das war so, ne? So, und Feuer wäre nochmal echt nice jetzt. Damit wir hier doch so langsam zum Schluss kommen können. Pling! Das Spiel ist Gucci. Warum? Oh, Feuer! Hey! Ich hatte gerade darum gebeten. Perfekt. Ein Feuerchen. Dann lass uns doch noch schnell die Schnellreise ausprobieren. Das hatten wir ja auch noch nicht. Jetzt haben wir hier das Feuer. Ah, guck mal. Hier können wir unseren Weg nachvollziehen. Von da, nach da, nach hier, nach dort. Wir sind mitten im Fürchtewald. Und wir reisen einmal kurz zurück ins Dorf. Willst du jetzt wirklich schnell reisen? Ja. Ladebildschirm. Da haben wir die beiden Zauberer. Ich schicke dich auf eine epische Quest. Ist es unter dem Stein? Ja, du hast es gefunden. Okay, so, was hatten wir jetzt alles? Ach, guck mal, die leuchten auch, die erfüllten. Ach, das ist ja mega Luxus. Komm, wir gehen zu der Bug-Lady mit den Schwertkeksen. Das will ich jetzt wissen. Bella. Hoffentlich hattest du es nicht allzu schwer mit diesen Banditen. Normalerweise hören sie mir ja zu, aber wenn ich sage, gebt mir eure Schwerter, okay, dann bin ich nicht furchterregend, nicht wahr? Ja... Egal, wir haben alle Zutaten, die wir brauchen. Ich muss jetzt nur noch die Schwerter in die Kekse rühren und wir sind fertig. Was ein bisschen kurios, das Spiel. Voila!
Wir haben eine hübsche neue Charge Schwertkekse. Sie sind beliebt bei Groß und Klein. Da, nimm die hier und verteil sie in der Stadt. Schwertkekse für Erinel. Warum? Die muss ich mir angucken. Oh, schade, die sind auch einfach nur so verpackt. Das ist auch ein bisschen schade, dass wir jetzt halt, ne, die glänzenden Steine, da haben wir kein Bild von. Die roten Blumen haben wir kein Bild von. Schwertkekse, es sind halt immer nur diese Beutel, die wir hier sehen. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte man gern nochmal irgendwie differenzierte Bilder reinpacken können, damit ich sehe, wie ich mir jetzt so einen Schwertkeks vorzustellen habe. Leckere Kekse, die wie ein Schwert aussehen. Und mit Eisen gespickt sind oder so, mit Stahl veredelt. Genau, die Kiffer wieder, das Kifferdorf hier. 12-Stunden-Stream heute. Nee, wir haben unter der Woche. Ich bin schon drüber, über sämtliche Zeiten, die ich mir eigentlich gesetzt habe. Smoke Weed every day. Normalerweise hören die Banditen jetzt ja zu, einfach zu sterben. Genau. Die rücken natürlich immer freiwillig die Schwerter raus für ein paar Kekse. Die wohl schärfste Keksorte aus der Aldi-Tüte. Genau. Lecker Schwertkekse. Dann geh doch zu Zelda. Großkiffing am Rauchberg. Genau, da sind wir. Großkiffing am Rauchberg. So, gebe ich die jetzt auch wieder den Kindern? Darf man den Kindern Schwertkekse geben? Ich habe mir am Brunnen gewünscht, dass alle meine Abendessen von jetzt an Nachspeisen sind. Hoffentlich wird der Wunsch wahr. Hier gibt es einen Wunschbrunnen? Warte mal. Okay, nee, dem kann ich keinen Keks geben. Wem kann ich denn hier die... Ah, hier haben wir noch eine Aufgabe erfüllt. War das die mit den Blumen? Gerta. Ausgezeichnet. Genau das habe ich gebraucht. Vielen Dank, Tom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Waren das die Blumen? Ja. 5 rote Blumen. Quest abgeschlossen. Wir sind so episch. Da oben ist auch ein Anzeiger. Warte mal, wo haben wir... Ah, das ist sie hier. Aber für sie haben wir doch noch gar nichts. Oder? Meine Familie ist in Bruni geblieben. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sag doch bitte allen, dass es mir gut geht, falls du Bruni besuchst. Ah, sie hat noch eine neue Quest für uns. Jin hat noch eine Quest. Guck mal, wie sie vor sich hin redet und gestikuliert. Das macht einen ja nervös. Das triggert mich, diese Hyperaktivität da. Das ist aber keine offizielle Quest. Warte, doch. Nee, das sind die Leute, für die wir was sammeln sollten, ne? Sie war das mit den glänzenden Steinen und er da oben... Nee, umgekehrt. Sie war das mit den Ringen und er oben mit den glänzenden Steinen, genau. Die haben wir aber noch nicht. Wem kann ich denn jetzt hier die Schwertkekse in Erinel geben? Oder kann ich die einfach beim Händler verkaufen? Bella hat mal wieder Kekse gebacken. Sie ist eine echte Perle. Danke für die Kekse. Okay, also wir haben den Kindern die ganzen Kekse abgenommen und geben sie jetzt den Erwachsenen. Das ist schon irgendwie... Nimm's von den Kindern und gib's den Erwachsenen. Wir sind ein merkwürdiger Held. Ein Keks für mich? Ich muss nach Hause gehen. Ich esse Kekse nur mit Messer und Gabel. Kein Ding, das Messer ist hier schon eingearbeitet. Den kannst du direkt so schlucken. Oder töten wir gerade alle Erwachsenen hier, damit das ein Dorf voller Kinder wird? Ich bin mir nicht so sicher, was hier los ist. Warum guckst du mich so an? Ich rieche frische Schwertkekse. Denke, sie sind genau das, was ich gerade brauche. Alles klar. Kekse mit Messer und Gabel. Ja, es ist merkwürdig. Meine Gegend. Jin, nimm weniger Drogen und rück den Pfand raus. Sonst schicken wir den Pfandzwerg. Genau. Genau, genau. Das. Little Lamplight. Aus Fallout, ne? Machen wir hier. Hier war noch eine Kiste. Für die haben wir einen Schlüssel. So, ich brauche nochmal ein paar Erwachsene. Damit sie Schwerter schlucken. Du bist ein Kind. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ich glaube, dass sich mein Vater heimlich wünscht, ein Zauberer zu sein. Ach, das war er. Oder die erzählen mehrfach die gleichen Geschichten hier. Könnte auch sein. Ups. Knöchel verstaucht.
Blutungsschaden. Wer darf den MacReady machen? Ich weiß nicht. Ich wahrscheinlich. Ich bin der geborene Anführer. Haben wir hier nicht noch ein paar Erwachsene? Warte, wem habe ich denn noch keinen Keks reingedrückt? Hier, ne? Du hast dich verändert, Tom. Das hat sie schon mal gesagt. Das hatten wir schon mal. Hier sind noch Leute. Ein Schwertkeks? Oh, ich soll eigentlich nicht. Vielleicht nur den einen hier. Vielen Dank. Mehr wollte ich dir auch gar nicht geben. Du musst auf deine schlanke Linie achten. Nicht zu viele Schwertkekse futtern. Hey, Schwertkekse! Meine Lieblingskekse! Vielen Dank. Er sieht auch sehr happy aus. Okay, wir haben Schwertkekse verteilt und keinen einzigen selbst bekommen. Was ist das denn? Bin raus, euch viel Spaß noch. Ja, Powerlord, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du hier wieder moderatorisch tätig warst. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes, einen wundervollen Tag morgen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ab heute esse ich das Zeug von Haribo auch nur noch mit Messer und Gabel. Das will ich sehen. Schick Fotos, Garafas. So, geben wir das noch schnell ab hier. Die Quest. Es freut mich, dass sie jedem geschmeckt haben. Schwertkekse sind ein Familienrezept, das seit Generationen weitergegeben wird. Hey, tastes like swords. Auch wieder ein Erfolg. Seht ihr das? Ja, sieht man. Sehr schön. Dafür haben wir sogar noch einen Erfolg bekommen. Haben wir jetzt noch irgendeine Quest, die wir hier gerade abgeben können? Sonst käme ich hier auch zum Ende. Hier sind die ganzen abgeschlossenen. Da haben wir schon einiges erledigt heute. So, ansonsten hier 8 Goldringe. Da haben wir noch keinen einzigen. Glänzende Steine haben wir 1 von 6. Und ansonsten kämpfen wir uns vor im Fürchtewald, um Ferno den Drachen zu retten. Das erste der Beasts. Warte, haben wir noch einen Schlüssel für die Truhe da hinten, wo ich die gerade so sehe hier in der Minimap? Nein. Okay. So, zurück zum Feuer. Hui. Und dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum Ende für heute. Also, erster Einblick ins Spiel. Und was soll ich sagen? Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es macht Spaß tatsächlich. Fürchtewald-Adventures. Also, gedacht war es ja eventuell so als einmaliges, wir gucken da mal rein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, es weiterzuspielen. Also tatsächlich möchte ich es auch ein bisschen weiterspielen. Vor allem mir auch diese Beasts eben mal anschauen da. Und ja, einfach sehen, was das Spiel noch so bereithält. Auch wie vielleicht in den Kämpfen der Schwierigkeitsgrad anzieht und so weiter. Welche Begleiter wir noch finden können. Welche epischen Quests und Aufgaben auf uns warten. Also ich würde es durchaus weiterspielen. Ihr könnt ja mal ja, so ein bisschen auch Feedback geben, ob ihr euch das weiter anschauen würdet und ob wir das wieder in den WoW reinpacken sollen. Am besten, also am besten funktioniert es entweder jetzt sofort, ganz schnell, bevor wir den Stream beenden, oder im Discord oder so einfach mal, da werde ich die Frage aber vielleicht auch nochmal reinstellen. Oder ich pack's einfach rein und schaue mal, ob jemand das votet. Mal sehen. Ich find's auf jeden Fall witzig und ich würde es weiterspielen. So, Fürchtewald Adventure. War lustig, hat Spaß gemacht. Finde ich auch, ich find's eigentlich echt cool. Danke fürs Zeigen. Ja, es war ein schöner Zufall, dass wir das hier so gefunden haben auf diesem Wege. Als vermeintlich mieses Game, aber ich finde es gar nicht so schlimm, tatsächlich. Ich hätte es, als hätte ich es geahnt. Ich hatte so die Vermutung, das klingt eigentlich ganz nice. Und ja, es stellt sich raus, dass es doch irgendwie meinen Geschmack trifft. Schwertkekse sind fertig. Morgen gibt's Axtbrötchen. Sehr schön. Schick ein paar rüber, Ossel. Ab ins WoW. Ah, okay. episch. Ich glaube, Salia hat noch offene Horrorspiele. Ja, ich mache lieber das hier weiter. Anschauen, ja. Ich würde mir das aber nicht mal holen. Nicht, wenn es 1 Cent kosten würde. Okay, Skara, du warst tatsächlich auch den ganzen Abend über sehr skeptisch. Ich habe das schon gemerkt. Aber anschauen ist doch schon mal nice. Wenn es ein bisschen Unterhaltungswert hat. Sieht besser aus als gedacht. Ja, doch, eigentlich schon. Ich finde es auch. Es hat mich bis jetzt positiv überrascht. Ich habe ja versucht, einigermaßen vorurteilsfrei reinzugehen. Und tatsächlich, ich hätte mir Schlimmeres vorstellen können. Durchaus. Wann gibt es Sensenhörnchen? Achso, nach den Schwertkeksen und den Axtbrötchen. So, wir verlassen das jetzt mal.